Lass dich nicht beschäftigen, geht weiter. Ist da nicht einer? Ah, den hat's schon. Den gehen den Rest nach, kugel den Kopf ruhig. Da sind wir, da. Was? Da, da beginnt das Feld hier. Ah, hier. Die Sammler von da hinten rangehen, wir fachen hier vorne dich. Es geht bis dahinter ungefähr, wo der große Sumpf ist. Er legt los, legt los! Pass auf, es bewegt sich einer nach rechts. Sammelt ruhig jeder ein, ne? Wer was hat, nimmt mit. Sag einfach rein, gib im Dorf ab. Liegen sonst zwei Netze, das dürften so 50, 60 Stück schon sein. Haben wir gerade einen Militär da, der sich hätten. Geht einfach dahinter und ganz hinten außen rum. Und übers Meer. Hättet ihr jetzt immer noch Kartoffeln, wenn ihr nicht wärt? Das heißt, ihr kriegt am Mittagessen umsonst. Umsonst noch nicht. Ein paar Männer von mir haben auch draufgehen lassen. Braucht er weniger Essen. Die wachsen aber nicht aus der Erde, nicht wie auch in der Trockenheit. Die Kartoffeln bleiben, wo sie sind. Nee, nee, komm mit rein. Ich bin wieder zurück in den Dorf. Aber nicht ohne Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Aber wir brauchen Kartoffeln zum Essen machen. Wir sollen die Essen machen ohne Kartoffeln für euch. Keine Wurzeln. Und was ist mit eurem Essen? Wollt ihr nichts? Ja, aber noch nicht alles. 50-50 ist nicht alles in meiner Welt. Weißt du, wie es bei euch aussieht? 50-50. Jungs, hier ist einer im Keller, holt ihn raus. 50-50, gute Kartoffeln. Wen hat er denn reingelassen? Verhaftet ihn. Verhaftet ihn. Keller nicht zu suchen haben. Ich hab gesagt, kommt ihr nicht rein und dann geht in den Keller. Das hat aber erst, nachdem er reingegangen ist. Also. Wer von euch war bei mir schon im Gefängnis? Kann mich nicht daran erinnern. Warte kurz. Nein, du. Chui? Ja. Der zweite Sack. Ich will jetzt nicht verpassen wollen. Und du, jetzt dritte Sack doch. Ich hab da nichts gemacht. Lass mich in Ruhe. Wie geil, du enttäuscht mich. Ich bin am Abend. Wir rollen nicht raus nachher, fand ich. Wenn du das probierst, dann schaffst du es zu helfen.
fange keinen Streit an. Hey. Meine Damen, bitte hören Sie auf. Nachher wieder kuscheln und froh, ja? Ist doch nur Schmolke, ist scheißegal. Wir tauschen gegen den Kartoffeln einfach. Das Vergnügungsschrei? Ja, ich glaube ja. Ich glaube schon, er mag das, er mag das. Er kriegt den Seife und Dusche und dann ist gut. Das ist der Doktor, nicht kaputt machen. Okay. Hat er gerade Anwalt gesagt? Willkommen! Alles mach gut. Mach keinen Ärger hier. Bring auf schönen Vaterland. Wir sehen, ob es meinem Bruder gut geht. Hilfe, benehmen! Gleich mitnehmen, gleich dann Hilfe rein. Nein, lass ihn. Das ist der Doktor, wenn ihr ihn verhaftet, niemand das heilen. Ja, komm jetzt. Er soll einfach jetzt direkt gehen. Komm, so. Ja, haltet bitte hier das Kind auf, hier soll keiner hin. Hier. Ja, oh, Waffe in der Hand. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Weißen. Ja, ja. Weißen Waffe. Kannst du die Waffe wegstecken? Ja, steck sie schön ein. Danke schön. Ihr habt ja gesagt, er soll in die Basis rein. Wir müssen Hungerstreik machen oder so. Die wollen meine Haftbedingungen nicht verbessern. Das ist meine Stuhl. Das ist meine Stuhl. Tut euch keine Zwang an. Lauschwort, Schnäbel. Ihr dürft jetzt gerne zurückverlegen in eure Basis. Wir bringen den Gefangenen später rüber. Darf ich kurz mit ihm reden? Nur reden. Du darfst daneben stehen. Nein. Nicht? Er ist ein Anwalt. Ich muss hier später Bescheid sagen. Es gibt kein Recht. Wir sind in einer Stunde bei euch mit dem Gefangenen. Und dann reden wir. Aber vergewaltigt ihn nicht so schlimm. Er muss noch machen. Wir haben heute Teller waschen dran. Ja? Du nimmst du es halt. Rettet weg! Hilfe! Ja. Ihr geht. Wir bringen ihn. In einer Stunde kriegt er wieder, keine Sorge. Alles klar. Was zahlt ihr? Ja, genau. Was zahlt ihr? Für den? Lass mich frei! Alles klar, entweder ihr zahlt, wir wollen Geld von euch haben, das ihr behalten wird. Ich bin das Geld nicht wert! Das ist ruhig. Gut, dann dürft ihr jetzt abmarschieren. Seid ihr euch sicher, dass ihr den Stunde behalten wollt? Am Ende ihr zahlt uns, dass wir ihn nehmen zurück. Ja, das sehen wir in einer Stunde. Gehen gut auf den Sack. Aber benutzt wenigstens Platz für ihn. Ja, ihr habt mich gut beschützt. Danke. Danke. Und unser Mann. Er hat schon die erste Zigarette in der Hand. Was glaubt ihr denn? Die haben ja nicht mal eine Angelegenheit, wie lange es geht. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, zu gehen oder in einer Stunde zu gehen. Braucht ihr Leitstoff. Vorschlag. Wir kriegen Kartoffeln wieder, ihr kriegt kostenlos Abend- und Mittagessen. Entweder Geleitstoff. Und den könnt ihr behalten. Ja. Moment, Geleitschutz oder unser Mann? Beide erst. Also Abend und Mittag. Wollen wir den anderen? Müssen wir mal gucken. Finden wir schon was. Ich rede mal mit Bertel, vielleicht kriegen wir morgen das Frühstückchen. Alles klar, ich hab mal noch. Ihr kriegt den Gefangenen, ihr kriegt die Kartoffeln und wir kriegen die nächsten Tage umsonst Essen. Bis? Samstag. Okay. Hier, inklusive Samstag. Okay. Hol den Gefangenen raus.
werde dich dann einfach freilassen. Jetzt hab ich keine getroffen. Ich darf aber mit. Er hat seine Haftstrafe selber verlängert. Von mir aus kann er freigelassen werden. Wenn er hier bleiben will. Wenn er mal überall rennen muss. Ja, von der Bruderschaft eigentlich sogar. Ja, eigentlich ist es Bruderschaft. Immer haben wir Ärger mit dir. Du weißt schon, dass du heute noch Wache schiebst, oder? Ja. Und zwar bis zum Abendessen. Ich alles wieder, ihr Schweine. Ihr sitzt nachher auf dem Turm. Ja, du sitzt auf dem Turm und darfst auch den ganzen Tag bleiben, sag ich dir. Jetzt Abmarsch. Jetzt müssen wir nur gucken, kürzester Weg zum Dorf. Kürzester Weg zum Dorf, da lang. Kreis Militär! Halt's Maul jetzt! Hallo! Mein Beste! Knallt ihn ab, wenn ihr wollt, mir ist egal. Hört auf, euch aufzuteilen! Wie ungezogene Kinder! Aber ich Atheist! Tut euch keinen Zwang an! Die sind da nämlich auch noch und wir haben keinen Geleitschutz bekommen. Dank dir! Ja, wieso habt ihr mich auch freigekauft? Ich hab die nicht freigekauft, ich hab die angeboten. Ach so. Ich hab gesagt, sie können nicht behalten. Dreimal. Und das ist eigentlich Binden, ne? Wir haben noch zwei davon. Ah, da wollten die mich sofort loswerden oder was? Wir hätten nicht eine Stunde jetzt einkassiert. Ich hab ihnen gratis Essen angeboten, dann haben sie dich noch draufgelegt. Bis Samstag. Das musst du ausbaden, das verspreche ich dir. Den anderen Deal haben sie sich nicht mehr eingelassen. Ja, ich dann hätten wir auch die Kartoffeln nicht bekommen. Das ist das Problem. Wir haben jetzt alle. Ja, da lang ist sicher. So. Ja. Gut zum Risiko. Alle Dorfbewohner. Hier ist gar nichts abgesprochen. Immerhin kochen. Die sind Banditen. Das ist... Lass das doch in Ruhe leben. Hey, Wachpost, was machst du? Hey, guck mal in die andere Richtung, du Clown. Wie ist dein Nico? Hey, hey, noch mal, ruhig hier! Los! Geht rein, zack. Der Kick geht rein, auf geht's. Nichts euer Sack. Sonst kein Essen heute. Gar kein Essen. Ich will die Kartoffeln haben, brauchen wir selber. Das ist gesagt. Das will ich sehen. Damit sie runter mit der Waffe. Richtig. Runter mit der Waffe. Runter mit der Waffe. Alle runter mit ihren Waffen. Wenn dann alle. Hier auch. Hey, Jungs. Macht ihr auch? Wir haben alle so, gesagt. Da halte ich mich jetzt aber nicht mit dir lappen, nicht mit dir lappen und nicht mit dir lappen. Wenn dann habe ich hier einen Ansprechpartner, mit dem ich jetzt unterhalte. Ja, dann mach es bitte. Ja, dann hol näher. Nee, ich will den Weg. Los. Du bist der Ansprechpartner, guck dir das her. Hey, ja, komm, komm doch gleich. Hey. Da ist der Bürgermeister. Ich will dir was wissen. Jungs, ohne Waffen. Wir sind alle draußen. Wieso hat er jetzt einen Kartoffelsack? Sorry. Nein, Herr Koch. Das frage ich mich auch gerade. Wer war das denn jetzt? Was ist das euren Chef? Wir haben eine Idee mit ihm. Das haben die anderen auch behauptet. Ja, das sind ja Bauern. Warum habt ihr uns angegriffen während der Ernte, oder? Wir haben ein Militär abgenommen. Die haben euch beklaut.
Also wir haben alle Kartoffeln mitgenommen vom Militär, die haben keine. Was soll ich machen, wenn ich tolles Kartoffeln? Die waren doch schlecht echt dran. Ich hätte eine Idee vielleicht, weil die haben uns eben schon so abgefuckt. Vielleicht fällt uns was ein. Natürlich haben wir Wagen dabei. Ihr habt doch schon einen. Nee. Euer Sack ist da vorne. Und das ist eigentlich unser Sack. Ihr habt einen da hingetragen. Jetzt sind wir Druck, hol den scheiß Sack zurück. Komm runter und hol ihn selber. Hey, der Chef hat gesagt, mach mal runter, du auch. Warte schon. Aber er auch. Hey, hat er nicht. Oh, halt sei die Scheiße! Hey, bitte. Runter damit, denn! Nee, ist nicht, du hast einen Finger am Abzug. Der Lauf geht da runter aus dem Ziel raus! Und dann da, ansonsten ändert sich die Situation nicht ganz schnell. Okay. Wenn er nicht unter Kontrolle ist. Okay, hast Geisel. Ah, oh, Mann. Hey, mach ich mach ihn kalt. Kann ich ihn abknallen eigentlich? Dann bleiben wir hier. Beide tot. Was sind wir beide tot? Irgendwann zwischen den Muskeln, nicht von mir. Ja, ich hab dich gerade hier. Was ist die? Ich hab die Pumpe mit einer. Okay, dann ist er tot und ich tot. Ja, dann ist beide erledigt, ja. Ja, die Kartoffel ist abgerettet. Ah, Stunde Feierabend, geil. Ja. Stopp mal, ich will die Tür machen.